was ich da habe. Die Zange habe ich nur abgewischt. Sind auch recht gut geworden, die tue ich dann nochmal mit denen. Und die Zange hatte ich mit Stoßstangenglanz. Hatte ich auch noch. Ich denke, naja, wenn der Kunststoff wieder glänzend wird, wird der auch wieder Kunststoff. Das ist wunderbar geworden, wie neu. Ja, für die Zange ein bisschen WD-40. Dann habe ich noch so einen Bio-Zitronenreiniger, Multiöl und ja, Hilfsmittel, Schleifpapier. Noch so ein Formbar-Schleifpapier, so eine Drahtbürste, dann habe ich noch das Markerlab-Schleif- und Labmittel. Ja, das ist interessant. Das Dunkle von den beiden, das habe ich mit Marker-Labmittel gemacht. Und das Hellere hier, das habe ich hier mit dem Ambassador gemacht. Und es fühlt sich aber beides, na jetzt, der Ambassador fühlt sich besser an, das ist ein bisschen... Ja, also es bremst ein bisschen, aber man merkt, dass da was drauf ist. Und hier, das fühlt sich ganz weich an, komischerweise, Metall, was sich weich anfühlt. Das ist auch mit dem Ambassador gemacht, glänzert ein bisschen mehr. Ja, noch recht gut geworden. Ein bisschen mehr geht noch. Muss aber nicht, je nachdem, was für Werkzeug das ist. Prima entrostet. Vorteil ist von Essig, wenn man es dann später sauber macht und schleift, es gibt keinen Staub oder ganz minimal. Ja, ich schau mal, was für Farbe ich habe. Mach den noch ein bisschen sauber. Ja, die Bürsten brauchen wir ja nicht alles ziehen. Spricht für sich und dann melde ich mal mich wieder. Ich habe schon zwei gemacht, deswegen ich zeige es dir mal an diesem Meißel. Den habe ich entfettet. Und dann einfach drüber. Oh, nicht fallen lassen. Wow. Und dann habe ich einen Trick, ich kann es euch gleich zeigen, weil ich habe nur zwei Hände. Da ist immer, ja, wohin? 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 Und dann hänge ich das, wo ist mein Video hier? Da ist er. Dann hänge ich das dahin am Magneten. Ne, das bleibt schön ordentlich hängen. Und das kann man dann wieder abnehmen. Und das hängt man wieder hin zum Trocknen. Man kann ja auch irgendwas festkleben und dann einen Draht dran machen. Mal was gemacht, keine Ahnung, was das jetzt ist. Und dann trocknet es und dann tropft es halt ein bisschen ab, wenn es zu viel ist. Das kann man wegholen. Ein paar andere Sachen auch noch spritzen. Ich denke, die drei, wenn ich noch anmache, das mal werde ich noch mal machen. Messer nicht, die auch nicht. Die werde ich mal einpacken. Oder ich lasse hier irgendwo liegen, dass ich weiß, dass ich sie habe. Wenn sie außer Sicht sind, dann braucht man sie nicht. Wenn man sieht, dann findet man vielleicht eine Anwendung dafür. Die will ich auch mal spritzen. Ja, da hängen sie brav zu trocknen. Den habe ich hier festgebunden. Und man sieht, wie sie langsam schwarz werden. Das heißt, es wirkt dann so richtig gut mit der Oberfläche. Und es gibt eine richtig... Ja, man könnte es so lassen. Aber ich werde da mal eine Farbe dran geben. Und... Ich habe gerade den Bohrer gesehen wieder, den habe ich auch mal gemacht, der war da auch total verrost. Und so schaut er jetzt aus. Fast wie neu, funktioniert natürlich. Einmal frei. Ja, das steht auch irgendwo rum, brauche ich natürlich nicht. Links, rechts rauf und langsam schnell auf. Ne? So hat man früher gebohrt, Schulter drunter. Das ist, glaube ich, auch Schulterbohrer und dann Bohrbahn und dann ging auch. Ist halt jetzt was zum Anschauen. So, jetzt habe ich was gestrichen. Und so, das Band ist aber fest. Hat alles so eine schwärzlich matte, nee, schwärzlich glänzende Farbe. Jetzt will ich mal schauen, was ich anstreiche.
Also diese zwei, die lasse ich so, wie sie sind. Weil das sind ja nicht die einzigen zwei. Habe ich noch 20 Stück. Die sind auch nicht verrostet. Die schmeiße ich jetzt einfach dazu. Und dann ist es erstmal für diese Zange fertig. Weil was soll ich denn die rot machen? Oder grün? Wenn ich 8 verschiedene Sorten habe und ich die eh nie brauche. Und die will ich auch nicht ausstellen oder gebrauchen. So. Original Durchschläge haben wir immer blau, sind blau. Jetzt habe ich zufällig irgendwo blau gehabt, hier. Hammerite, Metalllack. Die nehme ich für die Durchschläge. Natürlich, jetzt wenn es der letzte auf Erden wäre, würde ich dann das schon noch mal genauer machen. Noch mehr Liebe reinstecken. Und schlussendlich ist es ein Durchschlag. Mich zählt halt, dass man nicht so ein rostiges Ding da greift. So, dann hängen wir auch auf den Magneten. Ich denke sogar, dass man zweimal streichen muss. So. Ja, und wenn man halt hier einen scharfen Übergang haben will, dann muss man das halt abkleben. Aber wie gesagt, einerseits ist es ein Teil Werkzeug. Es braucht für mich nicht super super zu sein. Ich bin ja keine Showwerkstatt. Oder sogar dreimal. Ich gehe mal ganz leicht drüber, nicht so wie die Durchschläge. Ich denke, dass ich den in 3 oder 4 Mal mache. Ja, man muss den halt irgendwo aufhängen, deswegen kann man den nicht ganz streichen. Und dann machen wir heute mal die erste Hälfte. Und ich glaube, das trocknet ziemlich schnell. In 2 Stunden die zweite Hälfte. Jetzt habe ich die Blau schon offen. Was könnte ich noch blau machen? Das ist aber ja irgendwie so Maschinenblau. Blau wieder entziehen. Könnt ihr auch eine Zange weiß machen und ein Imbus. Und dann habe ich ja sowieso den Pinsel schon eingesaut. Lässt sich nicht so schön streichen. So, erstens der Pinsel ist nicht weich. Und zweitens die Farbe ist halt anders. Bisschen dünner. Müssen wir zweimal streichen. Könnt ihr auch gleich mal schauen, ob ich da irgendeine Stelle an meiner Heizkörbe habe, die gestrichen werden muss. Aber da tue ich keine Lust. Vielleicht ein anderes Mal. So, den hängen wir jetzt auch irgendwo hin. Die Frage ist, wo? Auch okay. Wo hängen wir das hin?
So. Tiramisu und Zott. Ja, ich habe das jetzt alles ein bisschen hergerichtet. Ich hoffe, ich habe alles, was ich in den Essig geworfen habe. Jetzt fehlt nur noch der Schraubstock. Und ich habe den schon mal gespritzt. Ich weiß nicht, ob ich das auf Video habe. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Das ist noch die eingeklebte Version. Die möchte ich dann mal lösen. Und das ist, habe ich gestern, glaube ich, gemacht. Ja, nee, vorgestern. Vorgestern habe ich das gemacht. Ist schön trocken jetzt. Ja, man kann natürlich stundenlang rummachen und pipapo. Jetzt setzen wir es erstmal wieder zusammen. Ich werde hier ein bisschen Fett reinmachen. Hat immerhin 25 Jahre gehalten. Die alte Postleitzahl noch drauf. 7243 und Telefonnummer. Das war wunderbar. Ich habe noch irgendwo eine Tube. Das ist dann dunkel, das ist dann dicker und das ist schön. Man sieht es hoffentlich schön cremig, ne? Durch mal das Gewinde einfetten. Natürlich mit die Finger. Oh Gott, Christian. Musste immer eine Sauerei machen, ne? Feder nicht vergessen. Ein bisschen einfetten. So. Zack, Feder rein. Feder rein, Stäbchen sein, Spender sein. Und schon ist dieser fertig. Kannst du ein bisschen so einreiben mit das Fett, damit es nicht mehr rostet. Ja, so ganz leicht, so ganz kleiner Schmierfilm, so überall mal so mit die Hände drüber. Ja, und schon passt die Sache. Ja, das sind dann die fertigen Teile, die Keile. Schön, das eine ziemlich hochglanz, das andere auch glanz. Meine Zange ist auch schön geworden, auch die Griff ist sauber, das Taschenmesser. Ich habe den mal extra nicht angeschliffen, weil ich habe noch mehrere Taschenmesser und ich weiß nicht, was ich damit mache. Und da kann man natürlich jetzt so lang schleifen, dass man Papier mühelos schneiden kann, aber wozu? Das ist der Nieten-Durchschlag, nenne ich es mal, keine Ahnung. Das war hier gelb und dann irgendeine andere Farbe. Meine Durchschläge, hier ist die Originalfarbe, das kann man auch den Text noch gut lesen. Und hier die nachgemachte Farbe kann man den Text auch lesen, im Video nicht ganz so, aber noch im echt schon. Körner, etwas grobe Spitze, dann die Sägeringzange, ist auch gut geworden, schön blau, ich habe die andere weiß gemacht. Das Messer, natürlich mal ein Schraubstock, super toll geworden. Hat so einen Mini-Schraubstock, ich weiß gar nicht, für was das speziell ist. Der ist auch nicht viel verwendet. Zumindest gibt es wenig Gebrauchsspuren. Und mein Imbusssatz, ich mache das mal so. Das Weiße muss ich noch einmal machen.
Das hat zu lang zum Trocknen gebraucht mit der Heizungslack. Den muss ich nochmal drüber, damit er weiß. Ja? Damit es halt rot, weiß, blau. Ne? Das erinnert uns an die holländische Fahne, rot, weiß, blau oder an die französische. Das so hat es früher ausgeschaut. Ich habe zufällig zwei Imbissätze. Der war nicht ganz so rostig, den lasse ich so. Und hier waren die paar ziemlich rostig und die habe ich dann entrostet. Ihr kennt es ja, ihr wisst ja, ne? Mein Belzer Platinschneider. Das ist für die Kupferbahn gedacht. Auch entrostet. Ja, und damit endet mein Projekt. Jetzt werde ich mal wieder aufräumen, weil es schaut wieder aus. Und bis demnächst in diesem Theater. Daumen hoch und tschüss.